So, dann hallo zusammen. Es ist wieder dienstags, 19 Uhr. Potatoes vs. Zombies, beziehungsweise für YouTube jetzt die 10. Folge sogar schon. Weiterhin dabei die schliefende Illy. Hallo. Und leider nicht dabei ist der Benny, also der Vordenkerbube. Das hat den Hintergrund, dass er momentan persönlich ein bisschen viel um die Ohren hat. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, weil das hat deutlich Priorität. Von daher ist das ja auch kein Problem. Ist natürlich nur schade, weil. Naja, wir wollten ja noch sehen, wie dieser Ölbohrturm hier am Ende aussieht. Und naja, aber wir hoffen, dass er bald wieder dabei ist und dass sich alles einrenkt und sowas. Und dann wird das schon werden. Wir wünschen Ihnen ja Mein auch alles Internet ist Gute. wieder Ja, das Übliche, Ilya hat natürlich wieder Probleme, auf dem Server zu kommen, weil ihr toller Internetprovider da unglaublich kooperativ ist. Ja, wir haben auch gerade erstmal überlegt, was war eigentlich das, was wir vorhaben. Und die gute Illy mit Elefantenhören hat sich daran erinnert, wir wollten eine Mine bauen, weil wir ja an Ressourcen kommen müssen. Gerade Eisen fehlt uns ja irgendwie. Ja, und hier Nitrat und Kohle und Stimmt, so. stimmt. Wollen wir das denn machen von hier aus oder wollen wir da ein extra Räumchen oder sowas machen? Oder willst du anfangen, deine Hütte zu bauen und wir machen das da in den Keller hin oder so? Mein Keller, ja. Ja, Dankeschön. wir packen die Leichen in deinen Keller. Muss mich gerade erstmal wieder in die Steuerung reinfuchsen, ne? Vorhin noch schön Minecraft gespielt und jetzt so komplett umdenken. Ja, weiß ich. Keine Ahnung. Vogelnest leer. Buddeln wir uns einfach so vaultmäßig in den Berg rein oder so. Okay, also hier quasi. Irgendwie so. Glaube, dir ist warm. Ja, doch. Eine Schaufel. Mensch! Eine Schaufel? Wie bitte? Ah, du hast eine Schaufel. Ja. Ich nicht. Ach, und ich darf jetzt buddeln, ja? Pack noch ein bisschen Holz. Gucken, was da ist. Da. Ja, also so. Oh, Feder. Cool. Ja, Fehler brauchen wir. Noch ein Nest. Noch mehr Feder. Ups. Wenn du auf Stein triffst, sag Bescheid. Dann helfe ich wieder. Ach. Das ist mal eine tolle Arbeitsteilung. Hat mich ein. Ach, guck mal. Wir jetzt mal. Ein Zombie. Nicht mal so ein Steinchen anwerfen kann. Ups. Oh, gegen das Schienbein. Da habe ich ja gar keinen mehr, den ich mit Scheiße bewerfen kann, außer dich. Nichts damit Scheiße bewerfen. Das bleibt das Privileg von Benny. Mensch. Natürlich. Waren zwar ein paar Bäume, ne? Ja, mach das. Der Eingang hier sollte also 3 breit sein. Oh, jetzt ist der Hirsch weggerannt. Nö. Und Zeug. Oder 5 breit. Oh, der Benny ist im Chat. Woo!
hallo Benny. Herr Benny, hier, das muss irgendwann noch fertig werden, der gute Benny-Bohrturm. Ach nö, der rennt weg, der Hirsch. Was mit den ganzen Straßenlaternen, die jetzt keiner mehr abholzt? Echt? Mensch. Und auf den Kopf kriegt? Wie sollen wir jetzt noch lachen können? Wir haben ja nichts mehr zu lachen. Seine düstere Apokalypse. Echt? Haben wir noch Zement? Natürlich nicht. Was haben wir? Zement! Zement! Ja, haben wir nicht. Umgefallen. Hast du das gehört, weißt du? 500 Zement. Überframe können wir auch nochmal 200. Ah, passt nicht. Also nehmen wir nur. Mann! 150. Der Bottom wird nochmal fertig, sagt er. Ja, dann. Wir nicht. 500 davon. Den Bunker machen wir dann direkt aus Stahlbeton, ne? Oh. Jojo. Baumfeld. Ich immer E drücken, um das Inventar aufzumachen. Irritierend. Oh, ein Ei. Hier muss ich, glaube ich, noch ein. Ups. Ah. Nein! Mensch, was machst du denn? Alles gut, alles gut. Ich muss mal den Tracker drüber machen. Ich weiß noch gar nicht genau, wie ich das hier letztlich brauche. Level up! Level 10. Oh, ich glaube, ich habe Hunger. Ups. Hast du was? Das ist natürlich nicht so gut. Haben wir denn noch? Ja, haben wir noch. Corn of the Cop. Das bringt ja. Gar nichts. Ach, ein Feld muss ich auch noch anlegen. Ja, genau. Kümmere dich doch mal um deine landwirtschaftlichen Verpflichtungen. Geht ja so nicht. Was? Geht ja so nicht. Oh, Airdrop. Toll. Okay. Was ist der denn? Oh, nur beim Fluss rüber. Ja, stimmt, ist gar nicht so weit. Oh, ich bin schon komplett voll gefuttert. Willst du leere Wasserflaschen mitnehmen? Okay. Oh, jetzt hab ich wieder E gedrückt. Mensch. Das ist kein Minecraft hier. Ja. 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 Okay. Mann. Gut. Ich lass dir mein Holz da und so. Wow. So. Oh, wir haben sogar noch Rebar Frames. Guck mal. Ich hab Holz und Steine für dich. Schmeiß. Die Steine kannst du auch. Hier kannst du auch auffüllen. Obwohl, ich muss schon. Schmeiß da oben rein. In die Supply-Kiste. Okay. Lustiger Bunkerbau. So, wenn das hier der Boden sein soll, dann muss ich hier natürlich noch 1, 2, 3, 4. Hey, guck mal, da steht einer. Ja. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, genau, die Breite braucht das. Bin symmetrisch. Ja, das ist wichtig.
Ohne Symmetrie geht hier gar nichts. Wissen die Zombies bestimmt zu schätzen. Ja, ich glaube auch. So. Mal durch den Fluss warten. Der. Genau, Enze, mach dich sauber. Enze, wie heißt der Fluss? Ja. Irgendwas, Enzel River. Oh, jetzt ist meine Sonnenbrille nass. Jetzt ist es wieder trocken. Ein Scheibenwischer angemacht. Sieht das auch kacke aus. Ja, das sieht richtig scheiße aus. Na, wenn man hier jetzt noch ein... Ich weiß nicht, ob es dann wirklich besser wird. Oi! Mein Ruhezombie. Ich bin nur auf der Deutsch. Oh, hier ist eine Kirche. Echt? Ja. Cool, dann müssen wir da morgen mal hin. So, das ist hübsch. Glaube ich. Kirche. Ach, da ist die Kiste. Und, was ist drin? Was ist drin? MacDivers Book? Das ist für die Minibike, für das Minibike, oder? Nee, das ist für Scrap die... Scrap Metal Armor and More by Reading this Gem. By the King of Made-Up Stuff. Sehr gut. Dann ist Schematics für Eisenhandschuhe. Ein Beaker. Antibiotika. Ein Erste-Hilfe-Set. Und Painkillers und eine Quest. You're nothing special. Und die Kiste ist kaputt. Oh. Und hier meine Axt weggeworfen. Warum? Die war gut, die habe ich dir gebaut. Ja, das, ja. Hab sie wieder aufgehoben. Das ist gut. Du kriegst keine neue, wenn du deine alte Axt wegwirfst. So. Okay. Komm wieder nach Hause. Tschüss, Kirche. In zwei Autos rum. Und ein paar Zombies halt. Mama, lass mich in Ruhe. Reiht er mich da an, ey. Irgendwie glaube ich, dass alle Überlebenden von Seven Days to Die so irgendwelche üblen Karate-Meister sind, wenn die mit der Faust Gras mähen können. Das ist schon beeindruckend. Schwein, hallo Schwein. Bring's mit, in Scheiben. Wo es jetzt hingerannt ist. Schweini! Der Zombie hat mich abgelenkt, Mensch. Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen! Was da unten, oder? Erstmal damit weiter. Die Ausdauer sparen. Ah, ich hab's verloren. Du bist Sau. Okay. So. Ups. Ich bin nass. So. Hast du Wasser mitgebracht? Ja, in meinen Klamotten. Ah, sehr gut. Du musst nur ausbringen. Dann. Kann ich schon buddeln. Ja, buddeln kann ich. Soll ich jetzt mal MacDivers Book lesen? Oder willst du das? Nö, mach ruhig.
Hast du nur gebuddelt? Hä? Ach hier, oh, das ist aber schon nicht so schlecht. Schon nicht so schlecht. Das war ein Kompliment. So. Read. Grab Boots kann ich jetzt. Yeah. Okay. Scrap Boots. Ah. Oh, Frieda ist auch da. Hallo, Frieda. Hallo, Frieda. So. Und dafür. Oh, wo ich das hier gerade sehe, ich könnte ja mal das Zementzeug mal anwerfen. Wenn noch Forged Iron. Und Staub fertig nicht, ne? Mach mal. Brauch 5 Stück. Ach, das. Ah, Los. Wir haben keinen. Oh, wir haben gar keinen. Haben wir noch Kohle? Bisschen, glaube ich. Wir brauchen Kohle, unser Ofen hat gar nichts mehr. Da in der Munition. Ah. Oh, da ist Rotting Flash drin. Das brauchen wir noch gar nicht. Das ist ja halt Holz, Beb. Ja. Jo. Jo. Schön, dass du meine Anfrage ignoriert hast. Hä? Mach mal! Eisen! Ich brauch nur 5 Stück! Ja, es muss erst das andere Zeug da eben fertig werden. Mach bis dahin was anderes. Sehr nett. Keine Gentleman mehr in der Apokalypse. Nächster, ich muss bauen. Oder so ein Bloater unterwegs auf der Straße. Hey Dicky, komm her! Ja, das wird ja rückwärts laufen. Da ging daneben. Das ist ein Bunker, fragt Frieda. Ja, das wird ein Bunker. Das sind ja auch quasi Bunker und letztlich dann noch, dass wir uns auch in eine Mine runterbuddeln können. Wir könnten ja das Feld hier zwischen den Spikes angehen. Ja, können wir. Und solltest dann, keine Ahnung, einen Zaun rummachen und dann, weiß ich nicht, von Bennys. Diese Metalldinger wollten wir nehmen, ne? Ja, und dann von Bennys Brücke quasi so eine Art Rampe in das Feld. Dass wir vom dass wir gar nichts mehr am Boden hier eigentlich machen müssen. Weißt du? Also gleich auf die Höhe setzen, oder? Wenn das geht, das weiß ich halt nicht. Ich probiere das gleich mal aus, Leute. Probier das aus. So ein bisschen Erde über. Ja. Schmeiß ich den in die Kiste. Noch ein Zombie, Mensch. Nachbarn sind heute sehr präsent bei uns. Ja, da habe ich dir in den, du weißt schon, hier geworfen und so, ne? In den, du weißt schon. Okay. Ja. Oh, Schwester Annegret kommt vorbei. Oh, Björns Freundin.
Oh, wie sieht mich im Feld glatt um, du? Das klingt jetzt nicht sehr Ich schmeichelhaft. hätte uns eine Bandage mitgebracht. Ist die Mac? Ui. Jetzt wird's dunkel bald, Mensch. So. Du brauchst Erde. gleich noch. Forged. Forged Iron. Wie viel? 5 Stück, sagtest du, ja? Ja. Ja, bist du in 4 Minuten fertig. Ich brauche Zement. Du mit deinen Die Tageszeitungen. Armbrüste, was? Was? Brüste? Achso, was Brüste? Die Armbrüste Ja. kann ich machen, ne? War das nicht so? Glaube nicht. Oder? Ich weiß nicht, wie. Warte mal, ich guck mal nach. Nee, ich kann die armen Brüste machen. Heißen die nochmal auf Englisch? Crossbow. Dankeschön. Bitteschön. Kannst ja auch so. Hier noch Auch einen noch so eine höher auf Ho. jeden Fall, wa? Ja. Höchste Konzentration hier beim Buddeln. Ein BW-Bunker. Ja, kommen unsere Panzer rein. Irgendwie nicht so geil. Ich mach's doch auf dem Boden. Das sieht komisch aus. Vielleicht muss ich das größer machen. Musst du ausprobieren. Holz mehr, verdammt. Holz. Wir brauchen Holz. Aber ich glaube, der heutige Stream wird hauptsächlich mit Bauen bestehen oder Ausbauen bestehen. Oder was sagst du dazu? Ja. Ja. Jawohl, wir müssen ja auch noch zur Kirche morgen. Einen Ausflug müssen wir machen. Müssen zur Kirche. Ja, es ist Sonntag dann. Naja, die Ränder sind halt nicht so wirklich aufgefüllt. Nö, das sieht immer ein bisschen komisch aus. Ja, aber gut, musst du mal ausprobieren, ob du auch was Eine anpflanzen Hau kannst. dafür, glaube ich, ne? Ich glaube. Garden Hoe. Da brauche ich auch nochmal 4 Forged Iron dafür. Du da jetzt so ein Ding weggenommen? Hä? Ich habe gar Extra nichts was? weggenommen. Ja. Aber kann ich denn nicht auch eine Stahlhoe machen? Was brauchst du denn jetzt überhaupt an Werkzeug? Glaube, die gibt es nur in Eisen. Ja, ich guck gleich mal. Brauch 9 Forged Eisen. Warte, noch nicht herstellen. Noch nicht Was war's herstellen. denn? Oh. So. Tools. Steelfire Axe, Steel. TNT. 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 Iron Garden Hoe kann ich dir herstellen. Und was brauchst du noch? Und noch 5 Forged Dingens. Wofür brauchst du das Was Eisen? ziehst du dann? Na,
Ich weiß ja nicht. Los, mach. Wird geschlagen, häusliche Gewalt. Ein Überlebenscamp. So, Iron Garden Hill. Kraft. Garden Hill. Garden Hill. Garden Hill. Ja. Achso, ich wollte mir eine neue Armbrust machen. Bospe. Ich kann ja auch die explosiven Dinger machen, ne? Lustig. Brauche ich nochmal ein Vorwort schreiben? Okay. Ist auch Rebar Stairs. Ich überlege gerade, ob es auch Rebar Stairs gibt. Also so, ne? So, und überhaupt. Und überhaupt. Ne, sieht nicht so aus. Frames. Wir brauchen noch so einen Messschieber wieder, ne? Jo. Vielleicht finden wir ja einen, wenn wir zur Kirche gehen. Oh, und hier ist deine Gartenhöhe. Liegt auf dem Boden. Gartenhöhe. Er schmeißt mein Zeug doch auf den Boden, ey. Ja. Oh. Besuch. Guck, der beschwert sich auch schon. Die Nachbarn kommen zum Zauntest vorbei. So, warte. Ach, dauert noch. Wie spät ist das denn? Oh ja. Schwester Annegret. Die Gute. Und ein Bloater. Das werden ja immer mehr. Ich will nochmal schnell Zement eingießen. Damit das über Nacht trocknen kann. Dann geh ich dir mal looten. Loot. Da kommen noch ein paar. Ich brauche viel Zement. Vorsicht, da kommen von der Straße aus welche. Weit weg? Nö. Ach, na ja. Ich hab die Straße voll mit so Viechern. Was sind hier so viele? Weiß ich nicht. Wir müssen auch langsam mal wieder reingehen. Es wird gleich duster. Ach, ist er noch nicht angefangen? Mensch. Nee, sonst würden die auch rennen. Noch eine Schwester Annegret. Die hat sich geklont, glaube ich, die Gute. Boah, wie viele Kriecher sind das denn? Nur rein auf der Straße, ne? Ja. Den scheint es erwischt zu haben. Mhm. Pünktlich bevor es böse wird. Oh, aber guck mal, da wächst schon was. Unkraut. Kann Unkraut wachsen. Hm. Bin ich gespannt, ob das funktioniert, so einen hochgelegenen Garten zu bauen. Ja, mal gucken, ne? Wäre lustig. Aber ich finde, wenn was wächst, dann sieht es nicht ganz so scheiße aus. Dann sieht man das nicht so, dass der Rand nicht hier. Ja, doch, das geht. Aber wenn da jetzt schon Gras wächst, dann wächst da bestimmt auch was angepflanzt wird. Ja, aber musst du auf jeden Fall noch größer bauen, ne? Oder willst du das so klein lassen? Nee, das ist doch nur der Test. Ah, okay. Na gut. Oh, ich kann das ja auf die gleiche Höhe machen wie. Ja. Ja. Dann kannst du es ja auch schön ordentlich breit machen, stellst halt auf Stelzen dann. Wieder Ölbohrturm. Ja, so ähnlich, genau. Dann hier so in der Ecke. Ja.
Das mit diesem Bunker wird bestimmt cool. Das 300 wird zwar Federn. Wahnsinnig viel Zement kosten, aber hey, wir haben mehr Zeit. Wir? Ja. So, jetzt hier, warte. Wo hast du denn die Federn? Oh. Ich hab die gerade. Oh, Ritter Illy. Ich hab gerade ein paar Bolzen gemacht. Achso. Wo hast du den gepackt? Mach die noch. Oh. Hallo. Was war's? So eine Axt im Kopf ist halt schmückend. Aber ein Messer. Wo ist denn die Kirche etwa? Wenn du jetzt da, wo du stehst, im Prinzip immer geradeaus. Und dann so ein Ticken links, aber eigentlich so immer da geradeaus. Okay. Da, als wir beim Supermarkt waren, da ging ja links so ein Weg ab, so ein Feldweg. Ja. Der führt zur Kirche. Okay. Na gut, dann so. Der verläuft ja dann so parallel zum Plus. Ja, gut. Oh, Benny hat Schäden im Boden. Oder das Laminat hier auswechseln. Oh, Baguette-Boden. Baguette-Boden. Baguette. So. Hab Hunger und Durst. Das ist nicht gut. Mensch, Mädchen, dann isst doch mal was. Jo. Haben wir eigentlich teils Stahlbeton und normalen Beton? Was haben wir hier für Schwachsinn gemacht in der Vergangenheit? Ich war das nicht. Die Vergangenheitsüberlebenden. Wirklich? Ah, ja. On the garden, in the home. Ich trau mich mal raus. Boah, voll billig das Ding, also so ein Stück Metall umgebogen. Ja, das habe ich gemacht. Kannst du noch die Leichen looten? Nein, ich habe Angst. Aber draußen rumrennen und irgendwelche Sachen abbauen. Ja. Guck mal, die Schwester Annegret hat uns wieder Sachen mitgebracht. Was hat sie denn mitgebracht, die Gute? Ein bisschen Medizinzeug. Ui. Zombie-Fest, Hammer. Okay, ich gehe mal neue Spikes holen. Oh. Ups. Du bist da nicht reingelaufen, oder? Nein. Ich habe mir den Fuß umgeknickt. Deshalb habe ich so geschrien. Ja. Komisch. So. Alles klar. Ach, das Bild hängt noch. Ja. Das eine. Hallo, Battle.net. Gute Bild. Lake House heißt das. Ja. Ja. Okay. So. Wir brauchen noch viel mehr Zement. Das dürfte sogar. Helm ist cool, um ihn wieder wegzupacken. Irgendwie. Dein dritter Helm. Ja, wir haben ein bisschen was gebaut, das stimmt. Aber was heißt, das da hat Benny ja gebaut noch hier.
Damals. Damals, letzte Woche. Und der wird, wenn er wieder mitmacht, auch weiterbauen. Jetzt ist unser Ziel halt da, eine Art Bunker reinzubauen, dass wir da eine Mine anlegen können. Und hier versucht Illy gerade zu testen, ob man auch kann erhöht man Ackerboden anbauen kann. Mal kann schauen. Bolzen. Bolzen, 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 Bolzen. Ja, für unsere Kirchtour. Man soll ja nie ohne Geschenke kommen. Hab das schon mal wieder. Oh, das sind aber sehr viele Bolzen. Hui. Und 30, hast du dir schon die Hälfte genommen? Ich mach noch welche, da sind noch welche in der Mache, das sind nicht alle. Okay, dann nehme ich die erstmal mit. Ja, kriegst du noch mal ein paar. Nö, das reicht schon. Ne, ich mach gerade noch 70. Also die paar, die ich noch reingelegt habe, kannst du noch haben. Achso. Ja, stimmt. Tag 6 war die Hütte noch aus Holz, das stimmt. Wir haben letzte Woche doch noch ein bisschen was geschafft, auf jeden Fall. Aber wir hatten ja auch Unterstützung. Ja, genau, mit der Gartenschaufel. Uns war nur nicht klar, ob es halt, geht, dass man... Halt ist in uns, also, aber es müsste eigentlich gehen. Die brauchen ja kein Wasser und nichts. Die brauchen nur Erde und Licht. Ja, aber unsere Überlegung ist halt, hier hochzubauen. Ich zeig das mal von oben. Kann ich das besser erklären? Also hier auch auf diese Höhe mit Stelzen eine Plattform zu bauen, wo wir dann Erde rauf schaufeln, um da das Feld erhöht anzulegen. Das war unser Gedanke. Und zu dem Bunker, der da entsteht, wird dann halt... wohl von hier oder vom Bennys Haus aus. Oder mal gucken, das steht völlig im Weg. Das müssen wir abreißen. Oh nein. Nein, Quatsch. Hier am Weg rüber, dass man da dann auch hinkommt, damit wir den ganzen Boden mit Spikes voll machen können, damit sich die Nachbarn auch nicht vernachlässigt fühlen. So. Wir brauchen noch Stein. Auf jeden Fall. Okay, Wasser haben wir sehr, sehr viel im Moment. Halt mal noch da. Haben wir die Kirche wie? Jetzt noch hier 108 Bolzen habe ich nachher insgesamt. Ja, das ist okay. Damit sollten wir zurechtkommen. Ich muss noch einen Hund killen. Muss noch einen Hund killen. Ja. Stacheldraht noch auf dem Boden, sagt Battle.net. Also du meinst quasi nochmal drumherum um den Ring an Spikes. Überall. Todesstreifen hin oder so. Genau, dass das die Zombies langsamer macht, das haben wir auf dem Server, wo wir halt alle von der Community spielen, auch schon mittlerweile raus. Das ist ganz praktisch eigentlich. Wie du schon sagst, dann kann man sie auch leichter treffen. Mich schon wieder hauen, Mensch. Ich hab eine Gabenhöhle. Hey! Mit deiner umgebogenen Schaufel da. 5 Felder breit Stacheldraht verlegen. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall die Mine, um an die ganzen, um das ganze Eisen zu kommen. Achso, ich habe einen verschossen. Oh, ich habe 91. Ich nehme genau 100 mit. 7 Stück sind noch drin, aber nicht. Okay. Habe ich 98. Achso, also Battle.net meint nicht diese Stacheldrahtzäune, sondern schon den rohen Stacheldraht einfach. Okay. So habe ich das verstanden. Mhm. Die eine Armbrust können wir auch wegmachen. Warum war jetzt was Besseres? Wat?
kann jetzt, meine, wenn ich eine Armbrust herstelle, sind jetzt schon Level 160, dann können diese Level 80er Pille-Palle-Dinger da weg. Dann könnte ich meine eigentlich auch mal wegschmeißen. Mach mir eine neue. Au, oh, in 40 Minuten. In der Tat. Hast du noch Forged Iron? Nee. Okay. Ich hab nur so viel gemacht, wie ich brauche. Sehr löblich. Crossbow, Forged Iron, Leather. Leather. Zwei Stück, ja. Ich höre komische Geräusche. Hallo? Was? Wilfried? Helmut? Wilfried? Helmut? Günther? Franz? 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 Schon wieder keiner zum Kaffee gekommen. Mann, Mann, Mann. Gehen wir los? Ja, nun, warte doch mal. Ich muss noch warten, bis das der Zement fertig ist und ich mir die Armbrust bauen kann. Du kannst in der Zeit hier schön dein Beet schon mal hochstellen. Och, Menno. Und dann gehen wir auch in der nächsten Folge los. Vorne Schaufel. Ich will das noch höher machen, aber dafür muss ich die Erde erst noch wegmachen. Ja, warte, dann kriegst du meine. Ja, komm her, komm. Hallo. Bösen. Komm zu mir. Da ist sie. Liegt auf dem Boden. Die ist im Boden verschwunden. Hat man einfach E gedrückt. Mach ich doch. Das sieht nicht. Du hast sie auch nicht aufgesammelt, zufällig? Nope. Na gut. Ich hab nur gesehen, wie sie versunken ist im Asphalt. Der Boden hat sie aufgefressen. Ja. Dann mache ich den gleich noch einen. Yay! Weil ich will das noch ein, zwei Dinger höher machen und ich will ja. Ne? Auf Stelzen und so. Viel brauche ich denn für. Stielschaufel. Wieder aufgeschnitten. Mensch, aber heute. So, ich kann Schrotflintenmunition herstellen. Ui. Crossbow. Ah, ich kann doch keinen herstellen. Stimmt, du hast nur das Ding dafür. Toll. Ach so. Mach mir ein Crossbow. Crossbow. Bring mir die Sachen, dann mach ich dir das. Ja, liegen alle in der Waffenkiste. Hier die Pfeiler dann auch aus Zement machen oder wie? Ja. Ich denke mal, das ist günstiger, wenn wir da direkt den Stahlbeton nehmen, anstatt das nach und nach aufzuwerten. Tools. Ups, ist die Erde runtergefallen. Einfach so. So langsam wird's ja. Wo liegt's drinnen? Bei der Waffenkiste liegt das Holz, Leder und Forged Iron. Meine Schaufel? Die ist noch in der Mache gerade. Okay. Wir brauchen Steine. Steine, Steine, Steine. So, die Schaufel ist fertig. Kannst du dir abholen kommen? Ja, warte. Oh Gott. Das dachte ich schon, ich muss niesen. Gott. So, ich, Alter, 250er ist es geworden bei dir. Hui. So. Ja.
Liegt hier, liegt hier. Ja, habe ich. Bitte nicht wieder. Schaufel liegt auf. Yay! Du hast sie. So, dann brauche ich diese anderen Frames, oder? Rebar Frames, ja, genau. Warte, ich habe noch welche. Ja, cool. Liegt. Brauche ich ja nur fürs Ding, oder? Fürs, und so. Für die Säulen, ja. Ja. Jo. Im Grunde schon. Grunde. Du kannst natürlich auch runde Säulen machen, ne? Du musst nicht eckige nehmen. Gibt's auch. Mir ist das wurscht. Ja, mir auch. Groß soll denn das werden? Was haben wir denn alles zum Anbauen? Kaffee? Kaffee ist wichtig. Fast alles, ne? Also Mais brauchen wir, glaube ich, auf jeden Fall, ne? Potato, Blueberry, Cotton, Mais, Kaffee. Oder 8. 1, 2, 3, 4. Ich dachte gerade schon, ja, wir brauchen ja Mais, um Kunststoff herzustellen, aber das war bei Empyrion mit Mais und Kunststoff. Volles Spiel. Ja. Das muss ich auch bald nochmal wieder streamen. 2, 3, 4. Ups. Ups. So. Hm, reicht nicht. Haben wir noch Steine? Hast du noch Steine? Nope. Nein, ich hab's weggepackt. Ich brauche noch ein paar Steinchen. Und das besitze ich nicht. Ach, soll ich das auf die gleiche Höhe machen? Ja. Ja, ne? So. Tada, ich muss gleich nochmal Skillpunkte verteilen. Jetzt habe ich genug Steine. No. Okay, da kann der Zement jetzt rein. Oh, fuck, 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 fuck. Scheiße. Was hast du angestellt? Ich habe mal wieder E gedrückt, statt Tab fürs Inventar. Ja, gut, aber damit sind wir auch für die Folge erstmal am Ende. Warte mal kurz. Geht's. Ich repariere das noch kurz. Reparier das mal. Da. Und gleich, wenn wir weitermachen, dann geht's zur Kirche, die ihr die entdeckt hat. Da bin ich ja mal gespannt. Zieh deine besten Klamotten an, wir gehen zum Gottesdienst. Also für den Rest, bis gleich.